Hallo und hat er gefangen. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Raft. Geile Kartoffel. Ah. Wie hast du mich gerade genannt? Nimm sie dir, sieht aus wie ein Brot. Geil. Machst du gleich wieder eine drauf? Ich habe drei gepflanzt. Ja, ich habe gerade eine gegessen, roh. Weil ich ein echter Hund bin. Aber die gebraten bringen halt auch fast gar nichts, wie ich gerade sehe. Ja, ich habe auch schon drei Fische gegessen. Das Ding da unten ist immer noch nicht voll. Ich weiß auch nicht, was das ist. Was hat der denn für einen Hunger, sag mal? Das frage ich mich bei diesen Spielen immer. Bestes Beispiel ist immer Medieval Dynasty, wie viel du da fressen musst, bis du satt bist, ne? Wow. Ja, aber nächstes Update bei Medieval kommen endlich Mühlen. Dann muss man das Korn nicht mehr selber mahlen, hoffe ich. Voll geil. Ja, das ist halt der Traum, Tobi, dafür lebe ich. So. Gut, der Sturm ist vorbei. Wir brauchen immer noch Seile ohne Ende und Netze. Und eigentlich könnte ich auch mal wieder ein bisschen anbauen hier, ne? So. Ich baue noch mal ein bisschen nach hinten weg einfach und vielleicht noch mal hier links und rechts ein bisschen dran. Ja, warte, weißt du was? Ich mach mal hier vorne noch ein bisschen. Ich mache dir noch mal so hier ein bisschen Flügel, ne? Geil. Warte. War aus dem Flugzeug. Brauchen wir noch ein paar Propeller? Kann man abheben? Ja, geil. So. Okay. Rohkartoffeln essen lohnt sich gar nicht, ne? Wir brauchen vielleicht zwei Grills auf Dauer, oder? Genau, das habe ich mir auch gerade gedacht. Ja. Shoot to Grill. Kennst du das Lied? Nee. Nee? Achso. Nee. Shoot to Thrill, to Grill. Na egal. Das war wieder ein unglaublich guter Witz, Erik. Ich möchte, dass du bitte laut lachst. Nice. Geil. Schön, schön. Habe ich ganz vergessen, es geht ja auch. So, oh nice. Eine Trommel und da vorne noch eine. Kannst du dich mal bitte verpissen? Was für ein hässliches Vieh. Ich wünsche, man könnte die essen. Ich hätte gerne eine Shotgun. Ich würde die Möwe einfach gerne essen, Tobi. Ja, aber roh, ne? Den Kopf abbeißen, dass das Blut da so oben rausschießt und dann rein da. Ja, das Blut wie aus so einer Feldflasche aus dem toten, schlaffen Körper trinken. Oh, okay. Gut, ich verstehe schon. Hilfe! Hilfe! So, aber Federn. Oh, Federn von einem Vogel braucht man auch zum Lernen, okay? Das heißt, man muss einen Vogel entweder töten oder federn. Ich weiß noch nicht genau wie. Du hast also Federn vom Vögeln. Von Vögeln. Wenn du mit Bibo fixst, ja. Mit wem? Was? Kennst du dich Bibo aus der Sesamstraße? Ja, doch, klar kenne ich den. Ganzen Mund voller Federn. Was? Alter. Oh, nicht schon wieder. Ich habe aus Versehen was fallen lassen dabei. Das darf doch nicht wahr sein. Zum Glück habe ich gerade angebaut. Hui. Ich wünschte, man könnte die Planken irgendwie reparieren. Das kann man doch. Mit dem Hammer kann man das, glaube ich. Aber Blockauswahl? Aber rechte Maustaste gedrückt halten und dann ganz unten konntest du auf dieses Plus. Und dann kannst du, glaube ich, reparieren. Ja, dann mache ich erstmal hier, ne? Dann repariere erstmal die ganzen Planken hier drin. So. 30. Dann haben wir wieder ein funktionelles Floß. So. Hä, wieso schmeißt du den Haken nicht? Tobi, die Kiste! Ich verschwimm da hin! Tobi! Alter, der Hai hat direkt. Der hat direkt da gespawnt! Ja, natürlich hat er das, weil es ein Arschloch ist. Wie soll man das denn machen? So, drei Kartoffeln geerntet, drei angepflanzt. Geil. Kartoffel platzieren, ich muss unbedingt was essen gleich. Vier Gegenstände, die Netze sind echt super. Was hättest du denn gerne zu essen? Kartoffel? Ja, ich schmeiß da mal was dahin. Ja, Kartoffel habe ich draufgeworfen gerade. Hier, hinter dir, fertig. Oh shit, wir brauchen Schrott unbedingt für Nägel. Oh, ich hab. Hier, warte. Da. Oh, geil, warte. So. Jetzt hätte ich voll Bock auf eine Kartoffel mit Tzatziki. Boah, das ist geil, so eine Folienkartoffel. Boah. Ja, genau. Vom Grill. Ja. Am besten noch selber gegrillt, so unter dem Feuer, so. Oh, geil. Schon geil. Mm. So, was wollte ich gerade machen? Ach ja, genau. Nägel. Zwei Stück brauchen wir pro Ding. Irgendwann werde ich mir merken können, wo hier was ist. Da, Nägel. Okay, geil. Hm?
Oh, nicht genug Seile. Okay, naja. Das wird nicht reichen, ne? Zwei Seile brauchen wir noch. Palmblätter. Haben wir hier noch 8? Dass sie so viele Seile kosten, ne? Ich verstehe versteh natürlich warum, weil das sonst zu einfach wird wahrscheinlich, aber... 100 pro ist das halt eben, weil wir zu zweit spielen. Wie gesagt, ja, macht ja auch Sinn, weil wir sammeln zu zweit. Das ist alleine natürlich schon eine Herausforderung, ist klar. Vielleicht sind wir auch einfach zu gut. Ja, ja, das, ja, gut, das steht außer Frage. Das denke ich halt. Oha, auch. So. Geil, Tobi, wir haben 3 Netze bis jetzt. Cool. Sieht gut aus. Ich würde eigentlich immer so eine Lücke dazwischen lassen, aber hier schien es mir irgendwie richtig zu sein, das so zu machen. Mut so. Vor Lücke. Mm. So. Na hallo. Du Tonne. Hm? So. Du Tonne. Ich? Nee. Ach so. Fühlt sich immer angesprochen, der Tobi. Weiß nicht, was da los ist. Weiß man ja nicht, ne? So. Ich habe mal den Mundbarsch geklaut, aber ich leg da eine Kartoffel drauf, ne? Ja, ja, ich habe schon wieder Fischnachschub hier. Ja, ich platziere. Also Planken gibt's nicht. Na, dann esse ich mal Fisch. Geil. Dann trinke ich nochmal ein bisschen was. Vergiss nicht, deine Level zu halten, ne? Ach ja. Malerei. Oh, Tobi, du hast die Malerei gelernt. Oh, ein Sofa. Oh, wie schön. Und ein Feuerkorb. Keine Ahnung, was das bringt. Feuerkorb ist, glaube ich, wie so eine Grillstation, ne? Oder? Ich gebe dem Feuer einen Korb, Alter. Boah, das wird Feuer nicht gut vertragen. Dem gebe ich. Feuer ist extrem nachtragend. Find's gut, dass wir 3 offene Feuer einfach am Boot haben. Ja, gut, das ist nicht brennbares Holz natürlich, ne? Laminiert, sagst du? Ja. So, Planke, Planke. Brauchst du das Wasser, was hier drin ist? Nee, nimm mal ruhig. Ich habe extra vorgesoffen. Immer wenn ich saufe, schütte ich gleich nach. Dito. So. Das mit den Netzen ist super. Ja, die Netze waren damals schon geil. Ja, 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 ja. Ich glaube, man konnte auch noch die Fahrtrichtung anpassen, dass man dann genau in diesem Strom irgendwie fährt. Ich glaube, irgendwas war da noch. Aber momentan funktioniert es ja ganz gut. Wir müssen ja, nur ja, eine größere Breite kriegen. Und dann haben wir natürlich wieder hier alles, ne? Und dann, wir werden eh das Floß nach und nach ausbauen und der Hai kann es mal am Arsch lecken, ganz ehrlich. Okay, die Kartoffeln sind halt wirklich low-bob, ne? Wenn ich 3 Kartoffeln esse, ne, bin ich so dermaßen satt. Ja. Und der aber ist halt hier einfach so. Spiel so 3 Kartoffeln so weg. Einfach Vorspeise, weißt du? Mhm. Aha. Erik? Ja. Was ist das da vorne? Oh, was? Was ist das? Soll ich mal den gerade drauf zu? Soll ich mal. Oh, Junge! Oh, du kannst doch jeden Moment kaputt machen, du dumme Sau, ne? Schluch. So redet er sonst auch mit mir. Ich habe ein Paket gefunden. Hä? Sag mal, das ist. Also die Tiere hier, ne? Wie nervig können die eigentlich sein? Ja, ich hasse Tiere auch. Ich gehe das nächste Mal mit dem Speer drauf zu. Mal gucken, vielleicht können wir ihn töten. Oh Mist, ich habe keine Angel mehr, keinen Haken mehr und da kommt eine Dingens. Jetzt habe ich einen Haken wieder und da kommt ein Dingens. Okay, cool. Schon gut, Tobi hat sich schon erledigt. Ja, soll ich den Kurs abändern oder wollen wir mal gucken, was da vorne ist? Also wir treiben ja gerade auf die Insel zu, auf diese riesige, ne? Ja, ich glaube, das ist eigentlich, nur eine Vorinsel. Das ist eigentlich ganz cool, da können wir vielleicht einen Lohn sammeln und so. Und vielleicht mal ganz kurz gucken, was wir alles haben, was wir machen können daraus und so. Eventuell. Okay, das ist eine riesige Insel. Wow. Ja, ja, das meine ich ja. Boah. Also ein paar Melonen kriegen wir da bestimmt. Geil. Schon lange keine mehr Melonen gehabt. No. So. Dann mit Salzwasser füllen. Nee, jetzt feiert er das Ding wieder nicht aus. Dann manchmal hier. Die Heringe sehen ja richtig köstlich aus. So, okay. Ich habe die Heringe geschnappt, Tobi. Gönn sie dir. Oh, ich habe keinen Haken mehr. So. Wow. Gut. Das ist eine riesige Insel. Das ist sie. Boah. Der ganze Müll kommt bestimmt von da. Ich glaube auch. Da sitzt einer, der das die ganze Zeit reinschmeißt. Ja, das ist es einfach. Und sich dann aber ein Elektroauto kauft und sagt, ich habe die Umwelt gerettet. Entschuldigung. Ich will nicht politisch werden. Zu real, zu real.
Boah, sieht die Insel cool aus. Alter. Tief in der Karibik. Die Insel Mealy Island. Dum 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 rum dum bum 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 la 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 la. Kennst du doch? Nee. Tobi, Monkey Island. Ach so, ja, okay, doch. Das fängt an mit der Insel Mealy Island. Oh, Monkey Island. Ja. Okay. So unschuldige Zeiten damals. Oh ja. So. Sehr geiles Spiel. Ja. Monkey Island und Sam & Max, das sind so die ersten Spiele, die ich gespielt hatte damals. Oh ja. Und Vollgas war auch so gut. Okay, das habe ich nie gespielt. Oh, das musst du unbedingt mal spielen. Gibt's das noch? Also gibt's bestimmt bei GOG, ne? Ja, ja, es gibt inzwischen auch so eine HD-Version davon. Ah, okay, und ist die gut? Es lohnt sich halt einfach. Es ist so gut einfach. Wird dir gefallen. Tobi, ich gehe mal Large Landmass Ahoy. Okay, kann ich mitgehen oder meinst du, das Ding bleibt? Das bleibt schon hier, oder? Ich glaube, es bleibt hier. Das bewegt sich gerade keinen Meter. Okay. Auch nicht, dass der Heider jetzt drauf geht, ne? Da vorne ist ein Wildschwein. Oh, das ist nicht so gut. Wir können die nicht besiegen. Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Ich sehe gerade, ich habe Durst. Ich muss doch kurz hier bleiben. Ich muss es trinken. Ah. Ich habe Ananas mitgenommen. So. Hier sind noch gelbe Blumen. Weißt du was? Diese Färbeblumen lasse ich jetzt einfach, ne? Ja, ich glaube, die braucht man nicht. Weil ganz ehrlich, also zumindest jetzt momentan noch nicht. Melone nehme ich mit. So, mal gucken. Der Speer ist noch zur Hälfte operabel. Sieht aber schon cool aus irgendwie. Ja. Oh, auch oh, 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 oh. Erik, was machst du? Oh, das Wildschwein hat mich gesehen. Oh, oh. Und so kam es, dass ich künftig alleine unterwegs war. Oh, Alter, ich sehe nichts mehr. Vor das Dark Souls Wildschwein. Du musst rollen, roll dich, Erik, roll dich doch mal mehr. Du musst halt wirklich. Kann man das hier? Ich versuche uns Wildschweinfleisch zu besorgen, Tobi. Meinst du, das ist so eine gute Idee? Ich weiß es nicht. Okay. Kommt das immer noch hinterher, auch wenn es mich nicht sieht, ja. Okay, ich muss gegen den Berg gehen. Ja klar, der Hai schwimmt einfach hier auf der Sandbank rum. Natürlich. Da vorne ist eine Ziege. Ein Ziegenbock. Hä? Ah, fuck. Okay, ich muss mal langsam doch weg. Ist, glaube ich, keine gute Idee. Zumindest jetzt noch nicht. Oh, Alter, Hals, Maul, Schwein. Okay, du bist echt hässlich, ne? Wir stehen hier einfach nur ganz unschuldig und machen nichts und du greifst an. Ernsthaft? Schloch. Hier hüpft noch eine Ziege rum. Ja, genau, die meinte ich. Die läuft da so rum, so. Greift die einen an? Das ist ein Ziegenbock, ne? Ich wäre vorsichtig. Der hat Hörner gehabt. Ja, also bei mir ist er noch rumgesprungen, hat aber nichts gemacht. Ja? Ja, okay. Das Wildschwein hingegen hat direkt angegriffen. Das ist ekelhaft. Was Wildschweine eigentlich nicht machen. Das ist eigentlich, nee, nur wenn sie sich, glaube ich, in die Enge getrieben fühlen, ne? Oder sowas. Genau, mal. Genau. Oder wenn du halt deren Offspring angreifst. Ja, da verstehe ich das aber auch dann, ne? Boah, Alter! Hm? Junge, ich muss zurück aufs Floß. Bist du tot? Fast? Gleich. Hat mich gerade von hinten erwischt, das Schwein. Hey. Ja, du hast Spaß gehabt, ja? Es kommt gerade zum Floß übrigens. Das ist nicht geil, oder? Weiß ich nicht. Ich hab, glaube ich, kein Paddel. Die Frage ist halt, ob es aufs Floß kommt auch. Oh ja, kommt es. Erik! Ja, was soll ich denn machen? Warte mal, ich baue mal schnell ein Paddel, dann können wir gleich abhauen. Das ist aber auch groß, ne? Ja. Das mag dich aber. Kannst du vielleicht mal mit drauf gehen mit dem Speer eventuell? Weil es hat ja die Aggro auf mich. Mein Speer ist fast kaputt, aber ich probiere es. Warte. Du kannst auch einen neuen bauen, ne? Ja. Okay, einmal habe ich ihn getroffen. Warte. Wo war das mit dem Speer nochmal?
Mal gucken, wie das ist. Ob der die Aggro verliert bei mir? Ich hoffe nicht. Wir haben 9 Speer. So. Könnte jetzt aber auch mal zu. Der kann jetzt aber auch mal zur Besinnung kommen, oder? Ja, warte, warte, warte. Der kommt immer eine ganze Weile zu mir hin, dann fängt er an hier. Sehr gut, der bleibt bei mir mit der Aggro. Warte, warte, dann kommt er gleich wieder ein bisschen näher. So, jetzt. Hab ihn wieder einmal getroffen. Cool, warte, dann kommt er gleich wieder näher. Ins Popoloch. So. Und jetzt fängt er an zu schütteln hier. Der muss doch bald, ich habe ihn auch schon ein paar Mal getroffen. Alter, was der aushält. Ja, ne? Schon heftig. Voller Tier. Ich muss halt langsam auch mal was essen und trinken. Okay. Dreimal gehittet. Der ist bestimmt gleich tot. Eine Hellspar wäre nice. Ja. Da kommt die Ziege. Ich hoffe, die macht nichts. Ja, Mann. Ja, nice. Gönn dir. Geil, Tobi. Ja, ja. Halt die zum Aufnehmen von gedrückt. Hier, hab ich dir Fisch hingeschmissen. Geil, Fleisch und Leder, Tobi. Mm. Das ist nice. Hast du den Fisch nicht mitgenommen? Oh nein. Hm? Scheiß Möwe, aber die hat nichts gemacht. Ja, wäre eine Möwe. Ist aber, das kann schon in Arbeit ausarten, hier das Spiel, wa? Ja, ich glaube auch. Okay, ich muss ganz kurz eben, bevor ich irgendwas mache, mit Süßwasser füllen. Ah. Hier drüben ist noch eins. Ich hab jetzt noch ein zweites gebaut. Hier drüben. Geil. Ja, geil, das, Tobi. Ne? Und hier hast du noch was zu essen. Oh. Hier. Oh, die Kartoffeln brauchen Wasser. Oh, wie nice. Was macht man das denn? Dir. Kann man da Salzwasser drüber kippen? Nee, Salzwasser glaube ich nicht so cool für die Pflanzen. Ich hau da gleich mal Süßwasser drüber einfach. Ja, dann sind das gleich direkt Salzkartoffeln, ist doch gut. Oh, mit Krüstchen. Oh. Ich habe Ahnung von der Landwirtschaft, merkt man. Lecker. Auch vom Kochen zumindest. Weiß ich nicht. So, dann würde ich mal ganz kurz mit Süßwasser füllen und dann Pflanzen wässern. Jo. Da draußen ist der schäbige Hai. Der ist so hässlich, ne? So, brauchst du das Süßwasser? Nee. Dann gönn ich mir mal einen Schluck nochmal und dann fülle ich direkt wieder nach. So. Prima, prima, prima. Und dann habe ich direkt mal wieder 2 Kartoffeln auf dem Grill. Eigentlich müsste jetzt der Bambus brennen. Und dann die Insel. Geil. Dann könnten wir abhauen. Dann haben wir es als Mensch wieder geschafft. Ja. Eigentlich schon. Wenn es da nichts mehr gibt für uns zum Abernten. Guck mal, der Hai hat sich da auch festgehakt. Ne? Oder? Kann man ihn locken? Kommt der dann, wenn man hier? Guck mal. Geht leider nicht. Alter, diese blöden Kackvögel. Aha. Ja, klar. Hat er direkt geschafft. Okay, klar. Richtig Imba einfach, der Typ. Ja. Fundament. Was haben wir jetzt für Fundamente? Die komischen weißen Dinger, ne? Ist mir im Grunde genommen egal, aber... Stabiles Fundament. Ah, es gibt noch andere Fundamente. Na gut, dann haben wir erstmal nämlich instabile Fundamente. Darauf ist unsere Gesellschaft aufgebaut. Das ist gut genug. So. Hm? Achso, oh. Ja, wir müssen, glaube ich, langsam wieder los, ne? Müssen wir das? Das war so schön, glaube ich. Ja. Ja, eigentlich schon. Oh, ich muss mal das Fleisch vielleicht auch mal auf den Grill packen, ne? Oh ja. Das Fleisch schmeckt besser. Geil. Aber es ist gut, dass das nicht schimmelt. Das bin ich sehr froh drum. Wir haben einen Warzenschweinkopf. Einen Blickfang, wenn du ein Trophäenbrett hast. Oh, oh cool. Okay, ich schmeiße mal ins Inventar hier. Ansonsten Ananassamen haben wir auch noch ein paar. Und Ananas habe ich auch noch. Lösch den Durst, lindert den Hunger. Oh, da haben wir noch eine Menge. Da haben wir noch eine Menge Stuff. Ja, ich könnte unser Floß noch ein bisschen ausbauen eigentlich. Willst du das Fleisch drauflegen? Ja, gerne.
Warte. Wo ist das Fleisch? Da. So. Geil, Tobi. Eins für dich, eins für mich gleich. Boah, wie geil. Guck mal, wie das Fett ins Feuer tropft. Oh. Das ist geil. Schön so, vier Minuten von beiden Seiten und dann richtig schön medium rein in den Lachs. Noch ein bisschen Salz drauf vorher. Ja, aber dieses Fleur de Sel, dieses etwas grobkörnigere. Oh. Ja, natürlich, ich bitte dich. So ein schönes, ich meine Meersalz, klar. Ja, perfekt. Ne? Einfach das Fleisch einmal kurz hier durchs Wasser ziehen. Passt ah! Ja, mit dem Speer. Schicken. Mit dem Speer drauf, der kriegt Blut, also der kriegt dann Schaden. Dann haben wir den Vogel gleich. Okay. Komm nochmal zurück! Danach gibt's schön McChicken. Erstmal einen fetten KFC einmal aus Möwen machen. Mit noch was. Würde wahrscheinlich besser schmecken als bei KFC so im Moment. Ja, auf jeden Fall gesünder. Und es wäre günstiger. Die Preise bei KFC sind halt wirklich unverschämt mittlerweile. Hab da schon 1000 Jahre nicht mehr gegessen. Und ich weiß auch schon warum. Huch, machst du gerade was? Nee, aber irgendwie bewegt sich das Floß und ich weiß warum. Das weiß ich auch nicht. Boah, ich würde so kotzen, wenn ich auf diesem Floß wäre, ne? Wir würden auf jeden Fall nicht so überleben wie hier. Nein, ich glaube auch nicht. Das würde nicht passieren. Wollen wir die Insel vielleicht doch nochmal absuchen eventuell? Oder soll ich mal schnell nochmal kurz rüberspringen? Weil ich konnte ja nicht gucken wegen Wildschwein. Ja. Vorsichtshalber? Aber erstmal warten, bis das Fleisch fertig ist, ne? Wie lange? Ja, das Fleisch kann ich. Weiß ich nicht, aber es ist ein gutes Fleisch. Boah. Hab nur das Beste rausgeschnitten, außer Flanke, Tobi. Geil. Ich weiß, womit ich es rausgeschnitten habe. Vielleicht mit meinen Zehennägeln. Oh, sogar mit Kreuzmuster. Mit Maserung. Geil. Ja. Perfekt. Ich esse das gleich. Okay, Rainer, komm. Prösterchen. Das bringt ja nichts. Das bringt Alter, nichts. Alter, als ob. Als ob. Hast du das Wildschwein gesehen? Das war größer als du. Ey. Alter. Nee, das ist so meine ich also nicht. Ich meine von der Höhe und allem. Ja, her. Das stimmt. Ja, stimmt schon. Stimmt schon. Das ist schon krass. Als ob. Bringt ja so viel wie eine kleine Kartoffel. Ich bin froh, dass das hier so realistisch verteilt ist von der Regierung. Was ist das denn hier? Huch! 6. Ich habe eine Höhle gefunden. Siehst du, sag ich doch, das gab's hier. Ich kann mich da noch dran erinnern. Okay. Weil nicht, dass du gleich von Skeletten angegriffen wirst oder so, ne? Nee. Wir haben Schaufeln noch nicht erforscht. Scheiße, und hier kann man buddeln. Oh. Ich hab 3 Höhlenpilze mit. Was ist das denn? Ach, da hätte ich auch noch 4 von gehabt. Tobi, was? 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 Tobi, was? Bitte was? Erik, davon ist immer genug an Bord. Ich stell mich einfach über den Grill, dann fertig das Zeug, ne? Lass mir die Arschritze auskärchern. Tobi, warum? Alter. Ich baue mein eigenes Floß hier drüben, Tobi, ne? Mach's gut. Jo, mach mal. Tschüss. Oh. Fallschaden gibt's keinen? Ich bin unsicher. Oh, okay, kann ich runterlaufen. Rote Blumen, schöne Wiesen. Okay. Ja, hier gibt's irgendwie nur Blumen. Sehr hier sind auch eine Insel. Hier sind auch nur Blumen irgendwie. Und eine Melone habe ich gerade gefunden. Mehr nicht. Okay, nice. Melonensamen mitnehmen, Rest gerne essen, wenn du möchtest. Vielleicht bist du denn ein bisschen voll. Vergiss es. Ich habe weißen Samen, den kann ich dir mitbringen. Bitte was? Was machst du? Ziege! Boah, die hat mich voll erschrocken gerade. Voll die Ritano-Ziege einfach. Ja, ne? Ich meine, die ist happy, die hat noch nie Menschenkontakt wahrscheinlich, ne? Aber wie kam die auf diese Insel? Vor allen Dingen, die ist halt voll einsam. Oh fuck, einer sollte beim Boot bleiben, weil da schon wieder Möwen drum kreisen. Oh, da gehe ich doch gleich mal hin und hol meinen Speer raus. Ja, sehr gut. Komm ich da oben drauf? Nee, ne? Na komm, auf du Kackmöwe, komm runter. Das ist kein Skyrimberg. Gestern noch geritten, heute schon mit Fritten. Bitte was, Tobi? Was? Bitte was? 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 Oh, jetzt kommt der Hai auch noch. Das ist doch wirklich armselig. Der Hai ist tot! Was? Ich hab den Hai getötet!
Hobi, du Killer! Wie cool! Als ob. Oh. Ja, da komme ich mal auch vorbei. Rohes Haifleisch, ja, das ist doch nice. Geil. Der Ball auf den Grill, das Zeug. Oh, eine Kartoffel ist weg. Ich bin der Hai, Edric. Ich bin der Hai. Ich bin der Hai. Warte. Ah, nee, wir haben schon die Feier an. Ich kann nicht, wenn ich das jetzt mache, das ist nicht gut. Das ist nicht so gut. Die Möwe hat eine Kartoffel gefressen. Mist, ich habe noch reingestochen, leider. Doof. Erik, ich mache uns mal was Leckeres hier, oder? Geil. Das sieht zwar super ein bisschen ekelhaft aus, aber komm rauf da. Ach, lecker Hai geht immer. So, Planke platzieren. Warte, warte, ich trinke mir mal kurz einen weg. Mit Salz, Wasser füllen. So, Planke platzieren. Wupp. So. Oh, das sieht da. Machst du blutige Ananasstücke oder? Das sieht aus wie. Kennst du diese Nackenkissen? Ja. So sieht das aus. Oder so für den Arsch, diese Arschdonuts. Die Melone wird nicht schlecht, ne? Nee. Ich glaube nicht. Okay. Ich wollte mal eine Sache gucken. Schaufeln. Was brauchen wir dafür? Sagen wir nicht, wir brauchen Eisen dafür. Oder habe ich die einfach nicht gesehen? Bin ich doof. Oh nein, wir brauchen dafür Metallbarren. Bolzen. Metallbarren und Bolzen. Bolzen? Wo kriegen wir die denn her? Keine Ahnung. Oh, ich habe hier noch, das hier habe ich. Wie mache ich das hier? Ich habe Topf. Einfacher Fischeintopf. Ich habe zwei Rezepte, aber ich weiß nicht, wie ich die benutze. Ich habe auch, ich habe eine Antenne und einen Empfänger, keine Ahnung. Brauchen wir eine Truhe für die Rezepte, weil die sind schon lästig. Ein bisschen schon. Rezept Kopfbrühe. Dafür braucht man einen Fisch. Man braucht dafür zwei gelbe Fischköpfe von sehr hässlichen Fischen. Und ein Eimer, ich glaube Wasser oder Milch. Nee, ein Eimer Milch. Wer will das denn trinken? Geil ist anders. Ja. So, die Pakete, wie kann ich die öffnen? Musst du in die Hand nehmen und dann linke Maustaste gedrückt halten. Alles klar. Und Tisch, Erik, nice. Nice, und? Feuerholzständer. Ah, was hier für Essen? Ah, super geil, Tobi. Hey. Nein! Das ist doch wirklich für den Arsch. Ich hasse diese Steuerung. Hast du gerade einen rohen Hai gegessen? Ja. Ich hasse diese Steuerung. Stinkst auch ein bisschen. Ja. Ich sag dir das. Ich brauch's zu trinken. So. Wie war das? So und dann linke Maustaste und dann. Wieso eigentlich nicht? So. Je mehr wir drum haben, desto weniger kann der Hai uns halt anhaben, dachte ich. Ja, das stimmt, das stimmt. Als Schutz. Schutz. Genau. Schutz. Als Schutz, Tobias. Schmutz. Sag mal, schon wieder. Und die hat eine Kartoffel weggefressen. Das kann doch nicht sein. Die war eine Sekunde da. Und die fast ausgewachsene Kartoffel ist weg. Vor allem das riesige Ding, als ob die das einfach so mitnehmen, weißt du? Das reicht. Braucht frisches Wasser. Jetzt haben wir noch zwei Kartoffeln. Das ist doch scheiße. Ich kann auch so nicht hinterher pflanzen jetzt. Achso, okay, ich hab hier noch vier Kartoffeln. Kann man da Samen vielleicht irgendwie draus machen? Ja, die kann man einpflanzen. Wenn du magst, ja, gib mal wieder. Schmeiß dir die hier hin. Da. Dankeschön. Und ich mach vielleicht noch ein zweites Beet, oder? Ja. So, das braucht schon wieder frisches Wasser. Was soll das denn? Die wachsen ja nicht, die werden immer gefressen. Ich mach nochmal ein zweites Beet, glaube ich. Und wir sollten auch bald wieder weiter, weil wir sonst keine Items mehr kriegen, ne? Das ist richtig, ja. Malerei. Oh, das ist eine gute Idee. Lost auf der See, aber erstmal schön malen. Das sehe ich uns aber auch. Mhm. Bogen und Pfeil. Soll ich mal beim Paddeln ein bisschen ranpaddeln, dass wir hier weiterkommen? Beim Paddeln.
Oder machen wir dann in der nächsten Folge? Wir sind schon bei 30 Minuten. Oh, warte mal. 6 und 8. Das sollte ja gehen. Okay, eine Sache mache ich mal gerade. Das wird jetzt natürlich... Das sieht alles ein bisschen ugly aus hier natürlich gerade noch, ne? Das wird natürlich alles noch viel schöner. Wir werden später noch ein bisschen umbauen. Hoffe ich. Sag mal, hast du noch Kunststoff? Hast du denn eine Melone schon gegessen? Nein. Achso, nee, die Melone... Hä, aber ich kann doch aus der Melone Melonensamen holen, oder? Ja gut, nicht in diesem Spiel. Da geht das anders. So, mal gucken. Weißt du, ich hab einen rohen Hai gefressen. Ich hab ein riesiges Schnitzel voll... Aber Alter, hau ab! Ein riesiges also Schnitzel von einem Wildschwein gegessen, ne? Und mein Typ hat schon wieder Hunger, das kann doch nicht sein. Oh, ich muss auch dringend was essen, wie ich gerade sehe. Das ist doch wirklich, also bitte. Come on. So. Jetzt muss ich doch mal eine Kartoffel auf den Grill legen. Ich würde aber nochmal so ein kleines Becken machen, trotzdem nochmal. Und danach sollten wir auch langsam weiter düsen. Haben wir noch Kunststoff? Ja, 10 Stück noch. Okay, gut, sonst also hätten wir keinen Floß bauen können. Ja, kein Paddel, so rum. Wollte ich schon sagen, Floß. So, rohe Kartoffeln und wir brauchen eine Vogelscheuche auf jeden Fall. Ah, braucht man auch eine Menge Kunststoff und Schrott oder Nägel oder sowas für. Hab ich gerade schon geguckt. Wo ist denn die? Ist die bei Essen? Ah, hier. Oh, ich brauche nur 4 Planken. Wenn du noch 4 Planken hast, kann ich die bauen. Warte. Kann ich ins Inventar gucken? Moment, ich habe gerade einen Fisch an der Angel. Ja, ja, ja. Na komm schon. Tu es. Wir brauchen irgendwo eine Gartenabteilung später. Ja, aber echt. Hier. Dankeschön. Na, natürlich ist der Hai schon wieder da. Das ist doch klar. Hä? Okay. Noise. Ich bin ein bisschen irritiert gerade. Boah, hatte ich gerade Angst, dass das Floß einfach weg ist. Ja, ich auch. The physics in this game are absolutely amazing. Hilfe. Sollten wir vielleicht... Wow. Ich kann die Vogelscheuche nicht bauen, weil hier gerade Achterbahn ist. Oh, guck mal, der Hai. Können wir den töten? Geht drauf! Nein, ja, ist leider weg. Schade. Wäre schön gewesen, Alter. Sollen wir mal abhauen vielleicht von hier? Ja, das Problem ist, ich kann kaum auf dem Floß bleiben, weil das ständig... Okay. Magst du mir mal deinen Kunststoff geben? Ja, warte, warte. Wie kann ich das hier? Warte. Oh, warte, ich habe sogar noch mehr. 20 hier. Planken. Jetzt brauche ich wieder 4 Planken. Hast du noch 4 Planken? 4 Planken, ja, habe ich auch noch. Hier. Prächtig. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das ist nicht gut. Ich war gleich seekrank hier. Ah, ist nicht gut. Mal, wo ist denn jetzt das blöde Seil? Hier. Oh Junge, ey, du fuckst ab, ne? Nicht. Du fuckst so dermaßen ab und stichst nach Kacke. So. Okay, Paddel. Boah, die Kategorien sind aber auch ein bisschen unübersichtlich irgendwie, ne? Oder liegt das nur an mir? Die Kategorien? Ja, wo die von den Crafting-Sachen. Ist geringfügig. Hast du alles? Dann hauen wir ab hier. Ja, ja, ich hab soweit alles. Alles gut. Okay. Junge, 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 was für ein Sturm. Bewegen wir uns ja, ne? Ich bin unsicher, Tobi. Also wir bewegen uns schon, aber ich weiß nicht, ob wir uns in die richtige Richtung bewegen. Aber ich glaube, wir sind von der Küste ein bisschen weiter weg jetzt. Okay. Alter Schwede. Boah, jetzt hat er schon wieder Hunger. Das kann er wohl nicht angehen, Alter. Oh ja, ich habe auch Durst und Hunger. Scheiße. Wo ist denn ganzer Heilfleisch eigentlich hin? Das ist hier in der Kiste. Ess mal eins, das bringt viel. Oh gut. Oh also, Junge, darf ich beide essen? Ja, ja, hau weg, hau weg, hau weg. Geil. So, ich bleib mal kurz bei den Pflanzen. Oh geil, wir haben 3 neue Kartoffeln. Nice. Mal erstmal um die scheiß Insel hier rumkommen, ne? So. Süßwasser, dann da rein. Das war auch frisches Wasser, nice. So, ich bin ins Wasser gefallen. Oh. GG. Vorsicht. Ich bin der Beste, ey. So, das trinke ich erstmal selber. Ich liebe das Soundgecrackle, wenn man unter das Wasser kommt.
Ja, aber nicht solange wir auf dem Floß sind. Da finde ich es ein bisschen beängstigend. Bin froh, dass die Feuer nicht ausgehen. Ich hoffe, das reicht mit dem Paddel, dass das Paddel nicht kaputt geht, bevor wir auf dem Wasser wieder sind. Ja, dann kann man ein neues Paddel machen, glaube ich, oder? Ich glaube, wir haben fast keinen Kunststoff mehr. Ha, ha, ha. Plänzchen wässern. So. Ich kümmere mich so ein bisschen um den Garten hier. Und oh, jetzt bin direkt voraus. Scheiße. Nein. Ding, 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 ding. Ich glaube, wir sind geliefert. Meine Herren, es war meine Ehre, mit Ihnen zu spielen. La, 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 la. Titanic in 5 Minuten. Wenn ich vorbei bin, Kackding. Na, nice. Ich hab die Vogelscheucher noch. Wie hast du mich gerade genannt? Hm, du weißt schon genau, wovon ich rede. Okay. Wo ist denn da vorn? So. Cool. Das ist das schönste Floß, was ich je gesehen habe. Voll selbst, voll das Müll, von, Alter, einfach. Selbst das von dem Typen aus Castaway war hübscher. Sag mal, kann es... Okay, wir sind auf dem Floß, aber wir kommen uns... Doch, da hinten sind Sachen. Okay, ich dachte schon. Ich schwimme jetzt einfach mal in die Richtung. Ich krieg das Floß gerade irgendwie nicht umgedreht. Das der Wellengang ist zu heftig. Das ist auch egal. Lass ihn einfach in die Richtung schwimmen, wo er hin will, ne? Ja, wir treiben einfach so durchs Wasser. In die nächste Folge rein, Erik. Wir sind schon bei 36. Wobei, warte, kannst du ein bisschen nach rechts beidrehen? Geht das? Wie? Also hier dann, oder was? Hier? Ja, ne? Müsste ich dann hier machen. Nee, nee, du müsstest, oder? Nee, du müsstest auf der Seite, oder? Ich weiß nicht. Oder Paddel nee, ist, nee, doch, nee, ist richtig. Ist auf der Seite. Du hast recht. Du hast völlig recht. Aber das Paddel ist eh gleich am Arsch. Oh, ja, mein Paddel ist am Arsch. Shit. Aber das müsste doch ja, gleich auf unsere Seite hier kommen, oder? Ich hoffe. Das ganze Zeug floatet gerade vorbei. Nein. Können wir noch ein Paddel machen? Da kommt ein Fass zu uns. Ein Fass, Tobi. Also wenn wir noch so, zwei wir Planken haben, bei zwei Planken noch, dann können wir wieder ein Paddel machen. Ich habe dir leider alle meine Planken gegeben. Aber, hier kommen auch Sachen an gleich. Ja, ich glaube, wir sind auf Spur. Wir unterwerfen die Realität unseren Tatsachen. Guck mal, auf der Seite waren wir gar nicht von der Insel, oder? Oder waren wir da? Oh. Ich glaube nicht. Oh, guck mal, da oben fliegt noch was Riesiges. Guck mal, da oben. Zum Pterodactylus oder sowas. Boah, Alter, was ist das? Ich weiß es nicht. Oh, wir werden noch ein paar Erfahrungen machen müssen, Tobi. Oh, warte mal. Pterodactylus, Alter? Bist du jetzt eine Jurassic World Evolution Wiki oder was? La 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 la. Welcome to Jurassic Park. Oh, ich hab Durst, warte mal. So. Durst. Oh ja, Durst hab ich auch. Das ist wirklich ein Witz, ne? Wie kann man da so ein Abfucker sein die ganze Zeit? Ich hab keine Ahnung. Und mein Speer ist jetzt genau jetzt durch. Okay. Hat zum Glück noch geklappt. Oh geil, zwei Fässer, die hol ich noch. Zwei Fässer. Zwei Fässer. Oh, was hab ich denn da? Oh. Boah. Oh, oh. Aha, Malerei haben wir doch schon. Aha. Und Kamin. Oh, Kamin. Kamin auf dem Floß. Na klar. Das ist die beste Idee. Der war aber auf der Vogelscheuche, ne, glaube ich. Ja, ja, ich glaube auch. Notgeiler Zwockel, ey. Wo die wahrscheinlich fruchten, ja. So, ernten. So. Und braucht frisches Wasser natürlich. Ich muss erstmal füllen, ne? Ja. So, Planke platzieren. Süßwasser, dann einmal da rein. Manchmal schmeißt er das Ding irgendwie nicht, ne? Oder ich glaube, meine Maus geht im Arsch. Ich glaube, es ist meine Maus. Das kann sein, das weiß ich nicht. Scheißding. So. Da kommt wieder eine Truhe. Ah, schön, hier wird wieder gesammelt. Das gefällt. So. Das ist mit mir. Ich habe das Gefühl, wir hatten einfach eine Folge 0 einen schweren Start, Tobi. Ich glaube auch. Ja, das wir mussten aber auch erstmal reinkommen. Also, das ist ja, ne, das ist ja, wir haben das schon ewig nicht mehr gespielt. Und, ne? So ist es schon. Genau so. Okay.
Genau so ist's, Tobi. Predige es, Bruder. Predige es. So, dann würde ich sagen, nächste Folge und dann, ja, weiter geht's, ne? Irgendwo ins Unbekannte. Ja. Wie man sieht, wir haben noch Höhlen vor uns, wir haben, glaube ich, noch sehr viel und ich glaube auch Schmieden. Können wir noch Schmieden auf dem Floß? Ich glaube, ja. Ich glaube, da kommt noch ein bisschen was. Also mehr auf jeden Fall als damals, als wir es gespielt haben. Ich weiß, dass wir damals schon im Stream hatten, waren wir schon zweistöckig mit unserem Floß gewesen. Das weiß ich noch. Ja, 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 das wird hier bestimmt auch passieren. Wir werden bestimmt alles ein bisschen schöner aufteilen und so. Nee, glaube ich nicht. Mit Schade. Naja, gut. Dann, ich habe hier komische Pilze. Oh, was fliegt denn hier? Oh. Ach, da oben, guck mal, da oben. Hä? Ach, schön. Schön, schön, schön. Die wollen doch nur unser Essen klauen. Ja, natürlich wollen die das. Aber die zeigen uns vielleicht einen Weg. Guck mal, die machen so einen Pfeil wie ein echter Vögel. Ja, aber von... Also wir müssen zurückschwimmen, da ist bestimmt eine große Insel. Okay. Ich craft mir gleich eine Pistole. Ich sollte mit dem Schwert oder mit dem Bogen vielleicht rein? Eventuell. Wo rein? In die Möwe. Okay. So, warte. Okay, das befriedigt da auf irgendeine ganz verstörende Art und Weise, wenn man die Sachen hier sammelt, ne? Ja, ich weiß. Kann ich sehr nachvollziehen, Tobi. Das ist irgendwie ein bisschen weird. Nein, ich bin ins Wasser gefallen. Hilf mir. Ham! Boah. So, Nägel. Ananassamen habe ich noch 2. Das heißt, wir könnten theoretisch nochmal so ein großes Ding bauen, aber es ist teuer. Ja, müssen wir mal schauen. Ich würde wahnsinnig gern weiter dieses Netz bauen. Ich will die unbedingt ausbauen. Ja, wäre auch sinnvoll, ne? Wäre auch sinnvoll. Ja, ja, ja. Ach, da hat er schon geholt. Alles klar. Ja, dann bis zur nächsten Folge, ne? Es wird 42 früher, Minuten. Tobi. Nice. Ja. That's nice. Ja, ja. Geil, die erste Belohnung ist gleich fertig, Tobi. Cool, cool, cool. Ja, ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen, ne? Und bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.